So, schön, dass es wieder mit euch weitergeht. Der Widerstand, die nächste große Odyssey-Quest. Cleanfried, dass er und der Kult für Perikles Tod verantwortlich waren und dass ein Schiff nach Mytilene unterwegs war, um einen Aufstand gegen seine Herrschaft niederzuschlagen, sprich in Perikles Residenz mit dem lieben guten Sokrates. Das machen wir auch mal. Offensichtlich. Komm, die anderen warten. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Kleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Was macht ihr? Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Kleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Es fühlt sich anders an ohne Perikles. Doch seine Idee lebt weiter. Deshalb sind wir hier. Wo wir uns einst trafen, um Probleme zu vergessen, gehen wir sie nun frontal an. Und kommen zurück zu dem, was wirklich zählt. Athen wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Ihr wollt also Kleon stürzen. Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut. Tophanes hat anscheinend ein Stück, von dem er glaubt, dass es dazu führen wird. Ein Stück? Es ist so viel mehr als das. Ach, mach dir nicht an deinen Chiton. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht alle lieb haben können. So würde es viel mehr Spaß machen. Was ist so besonders an diesem Stück? Wird dein berühmter orange Affe auch wieder ein Teil davon sein? Ha! Lustigerweise war genau er meine Inspiration. Ist es kein Risiko, ihn vor seinen Bewunderern in so schlechtem Licht zu zeigen? Das Stück wird ihre Meinung ändern. Gute Kunst ist riskant, aber mein Plan wird aufgehen. Wir können nicht nur rumsitzen. Kleon schickt ein Boot nach Mytilene, um die Einwohner zu töten. Das Volk vertraut Kleon. Sie werden für alle Vorhaben stimmen, die er einbringt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Kleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. So, das war auch schon die kurze, knackige Quest der Widerstand. Mehrere Quests angenommen, wir kümmern uns jetzt um die Wahrheitsfindung. Sprich mit Sokrates. Und zwar gilt es einmal mit ihm kurz zu schnacken und dann ein paar Informationen abzugreifen. Narren blicken in die Vergangenheit und du bist kein Narr. Versuchen wir erst, Mytilene zu retten. Ach, so etwas ist das hier? Eine Art Plan? Schon als Kleon das erste Mal von Mytilene sprach, wusste ich, dass etwas faul ist und versuchte herauszufinden, was genau. Wenn wir wissen, wo Kleon ist, sollte ich ihn einfach töten. Unser Problem hier wird nicht durch den Tod eines Einzelnen gelöst. Wir müssen dabei an ganz Athen denken. Deshalb sind andere Methoden gefragt. Einer meiner Schüler gibt sich zurzeit als Wache in der Akropolis aus. Ein ungewöhnlicher Schachzug, aber es sind ungewöhnliche Zeiten. Und die erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Du bist immer ehrlich gewesen. Als wir uns trafen, gabst du offen zu, das Scherbengericht manipuliert zu haben. Ich weiß, wie wichtig dir die Wahrheit ist. Und genau darum geht es jetzt. Und was, wenn wir dort nichts finden? Dann handeln wir entsprechend. Sich auf einen Fall vorzubereiten, der niemals eintrifft, hilft niemandem. Oder was meinst du? Sokrates, Kleon verdient den Tod. So wie wir alle, irgendwann. Doch nur die Götter bestimmen den Zeitpunkt. Nein, er bestimmte ihn, als er die Flotte schickte, um einer ganzen Insel den Tod zu bringen. Also glaubst du, es ist gut, einen Menschen zu töten, um 1000 zu retten? Ganz sicher. Und was, wenn Kleon glaubt, der Tod Tausender rette 1 Million? Ist das dann auch gut? Was definiert seine Taten als gut? Und entsprechend, was definiert deine? Ich definiere mich selbst und ich bin nicht Kleon. Das gilt auch für jeden anderen Athener, den ich kenne. Doch um sie zu überzeugen, brauchen wir Beweise. Was, wenn sich das Volk nicht gegen Kleon wendet? Es wird. Ich werde schon bald vor dem Volk sprechen. Mit deiner Hilfe entlarven wir den Mann hinter der Fassade. Wo soll ich für dich hingehen?
In den westlichen Teil des Heiligtums der Akropolis. Kannst du etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Soweit ich weiß, liebt Kleon vor allem die Statue der Athena. Klingt nach einem guten Ausgangspunkt. Ich werde auf der Akropolis etwas finden, das Kleon nicht von sich weisen kann. Gut. Ich werde schon bald zu den Menschen auf der Pnyx sprechen. Wenn du etwas hilfst... So, finde Beweise für Kleons Verfehlung. Kleons neue Residenz ist immer noch in Attika, jetzt ein Quartier auf die Akropolis im Zentrum von Groß-Athen verlegt. So, kurzer Skip, wir sind nah am Ziel. Das heißt, Ikarus weist uns wieder einmal darauf hin. Hey, Alexios, keine Angst, ich kann dir helfen. Ich sehe noch schon einen Söldner, tummelt sich da auch irgendwo. Soll ein bisschen weiter höher fliegen hier. Und noch ein Stückchen höher. Von oben sieht man bekanntlich am besten. So, der Kreis muss noch kleiner werden. Wo ist das richtige? Wo ist das goldene Ziel? Zeig es uns. Na? Irgendwo hier, oder? Also manchmal geht das so einfach und manchmal ist es so nervig, irgendwie das hier nachzujustieren. Verspätet ihm jetzt hier irgendwas die Sicht auf irgendetwas hier? Nee. So, also einmal die Wand hochgekraxelt. Beweise für Kleons Verfehlung finden. So, Denkmal des Hippolytos. Neuen Ort entdeckt. Hier können wir nicht hören. Okay, kurzer Skip. Da sind wir am Ziel. Ja, ihr seid alle beschäftigt, habt gut zu tun. Lasst euch hier von mir nicht aufhalten. Ich kraxel hier nur mal kurz hoch und suche Beweise. So, mehrere Schatztruhen sehen wir. So, hier vorne ist auch eine wunderschöne Truhe. Hier hat jemand gegraben. Ah ja. Verschlossene Truhe. Das klingt doch schon mal verdächtig. Schlammspur. Oh. Schlamm vermutlich von jemandem aus dem Garten. Okay, wir spielen wieder Detektiv. Um den Schlüssel zu bekommen, muss ich diesen Phylos finden. Diese Schaufel wurde kürzlich benutzt. So, beschlagene Armschienen nennen wir unser. Drachmen auch. Die Hinweise führen in den Garten hinter dem Haus. Besorge den Schlüssel. In Kleons Garten ist eine Truhe vergraben, aber sie ist verschlossen. Naja, vergraben würde ich die jetzt nicht, denn diese steht ja schon recht offensichtlich da, ne? So, ganz da hinten müssen wir hin. Euer Ernst? Okay, wir wurden entdeckt. Dann war es das halt mit dem Schleichen. So, Zivilisten wollen wir eigentlich nicht erledigen, aber ey, wenn die alle auf einmal sauer auf uns sind, dann tut uns das schrecklich leid. Wir versuchen das ein bisschen dem aus dem Weg zu gehen, damit wir nicht komplett sinnlos töten müssen hier. Kurz Abzweigung, so schnell könnt ihr mir nicht folgen. Hoffe ich doch zumindest. Bogenschütze sieht uns auch egal. Weiter hoch. Laufen wir einmal drumherum. Oh, wie in den alten Spionagefilmen hier. So, du hast die Suche aufgegeben. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Und dann ist hier vorne dann auch der besagte Schlüssel. Ach, und den trägt er dann natürlich. Ja, wenn du ihn nicht freiwillig hergibst, dann holen wir uns den.
So, wir haben den Schlüssel, Thronschlüssel, Questgegenstand, dann wieder einmal zurück zu der, in Anführungsstrichen, vergrabenen Truhe hinterm Garten. Dann laufen wir einmal kurz zurück, wieder außen rum. Das hat letztes Mal auch ganz gut geklappt. Gehen wir den Weg zurück, wie wir noch gekommen sind. So, da hinten läuft ein Söldner. Aktuell sehen sie uns alle nicht. Finde ich gut. Ja, Kopfgeldjäger ist in der Nähe. Ist ja gut. Keine Panik hier. Wir müssen hier die geheime vergrabene Truhe nochmal finden, hinterm Garten, hinterm Haus. Denn wir haben jetzt diesen rostigen Schlüssel, den Questgegenstandsschlüssel. So, ist die vergrabene Truhe? Ich finde, die ist nicht vergraben, aber egal. So, trifft Sokrates bei der Pnyx. Kleons Papier aus Questgegenstand haben wir. Dann einmal kurz einen Skip zu Sokrates. Den Weg dorthin, der ist nicht weiter spannend. Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu klären gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Kleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Kleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Aber Sokrates! Kleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Ja, ich wäre verantwortlich. Du bist fast schon zu einsichtig und hast absolut recht. Wenn jemand durch irgendetwas zu Schaden kommt und wir irgendwie beteiligt sind, dann sind wir auch verantwortlich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Ich folge dem mit dem Fachwissen. Er weiß es vermutlich besser als ich. Dann hängt deine Entscheidung nur davon ab, was ein anderer sagt. Andere Informationen habe ich ja nicht. Und wenn er lügt? Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Ja, du hast recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athena! Und ihr... Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt einem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht. Eben. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an. Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Kleon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, wo ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Das hätte besser laufen können. Aber auch so, glaube ich, kann das Volk die Beweise, die wir vorgelegt haben, nicht ignorieren. Wir haben nur geredet. Wir haben weit mehr getan.
Wir haben mit Beweisen und Argumenten für einen Ausgang gesorgt, der nicht nur Cleon schaden, sondern hoffentlich viele Leben retten wird. Aber reicht das auch? Ich glaube, Cleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. War auf jeden Fall ein Versuch, die Wahrheitsfindung. Quest damit abgeschlossen. Weiter in großen Schritten Richtung Finale. Lasst ein Like da, einen Kommentar generell über Assassin's Creed. Guckt mal in die Playlist rein. Bis dorthin. Gamer Tim Drake.